So, zum Rundschreiben, ihr Lieben aus der Gebietskirche Westdeutschland. Es trägt die Überschrift Corona-Richtlinie, weitere Möglichkeiten bezüglich Platzbelegung und Gesang. Liebe Schwestern und Brüder, nach und nach gewöhnen wir uns daran, dass die Gottesdienste unter anderen Bedingungen stattfinden als vor der Corona-Pandemie. Gleichzeitig geht es euch sicher ähnlich wie mir. Ich vermisse den gemeinsamen Gesang, den Handschlag vor und nach dem Gottesdienst und viele andere Dinge. Es ist jedoch derzeit nicht absehbar, dass sich an den grundsätzlichen Schutzmaßnahmen in unserer Gesellschaft etwas ändern wird. Unsere Corona-Schutzmaßnahmen orientieren sich an den behördlichen Empfehlungen und haben sich bewährt. Es gab einige wenige Fälle, bei denen es sich nachträglich herausstellte, dass infizierte Personen am Gottesdienst teilgenommen haben, ohne sich ihrer Infektion bewusst zu sein. Es kam dabei jedoch weder zu einer Infektion weiterer Personen, noch wurde eine Quarantäne für andere Gottesdienstteilnehmer erforderlich. Vielleicht dazu noch ein paar erklärende Worte, ihr Lieben. Wir können natürlich nicht ausschließen, dass wir Gottesdienstteilnehmer haben, die den Virus in sich tragen, ohne es zu wissen. Es gibt noch keine Symptome. Und nachträglich stellt sich dann heraus, dass derjenige ohne sein Wissen infiziert war. Und dann greifen natürlich die ganz normalen Vorgänge, Rückverfolgung, Kontakte. Und das ist dann für eine Gemeinde, wo dieser Gottesdienstbesucher war, genauso. Und wir konnten den Behörden bis jetzt immer unser Hygienekonzept zeigen, unsere Richtlinien zeigen, unsere Dokumentationen zeigen. Das hat zum einen dazu geführt, das ist mal das Allerwichtigste, dass niemand sich in diesem Gottesdienst infiziert hat, obwohl der eine dabei gewesen ist, weil wir eben die Abstandsregeln und Hygienevorschriften eingehalten haben. Und es zeigt, dass diese Regeln auch greifen und uns schützen. Das heißt, es braucht, wenn alles eingehalten wird, auch niemand Sorge dafür vorhaben, in Quarantäne gehen zu müssen, wenn einmal in einem Ausnahmefall ein solcher Fall eintritt und jemand Infiziertes am Gottesdienst teilnimmt. Die in den Gemeinden umgesetzten Maßnahmen sorgen also dafür, dass das Risiko einer Infektion bei einem Gottesdienstbesuch nicht höher ist als bei anderen Aktivitäten in der Öffentlichkeit. Deshalb bitte ich darum, die kirchlichen Vorgaben weiterhin exakt umzusetzen. Seit die Richtlinie zum Corona-Infektionsschutz erarbeitet wurde, haben die Behörden einige Lockerungen der anfangs sehr strikten Vorgaben bekannt gegeben. So sind auch in der Öffentlichkeit inzwischen Treffen mehrerer Personen möglich. Unter strengen Auflagen sind auch wieder öffentliche Gesangsdarbietungen gestattet. Dem tragen wir nun mit einer Überarbeitung der Richtlinie Rechnung. Diese tritt ab August, also jetzt, mit folgenden Änderungen in Kraft. Erstens Platzbelegung. Künftig können auch Personen aus mehr als einem Haushalt in einem Gottesdienst oder bei Versammlungen in unseren Kirchen zusammensitzen. Der verpflichtende Mindestabstand entfällt bei Gottesdienstteilnehmern, die sowieso in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben oder Lebenspartner sind, in gerader Linie verwandt sind, Eltern, Kinder, Großeltern, Enkel, die zum Gottesdienstbesuch eine Fahrgemeinschaft bilden. Das ist ja im Grunde auch klar, man fährt mit 4 oder 5 Personen im Auto eine halbe Stunde zum Gottesdienst und in einer halben Stunde dann wieder zurück nach Hause. Und im Gottesdienst kann man dann nicht nebeneinander sitzen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Also für einen solchen Personenkreis gelten dann diese Abstandsregeln nicht. Die Kinder, die zum Gottesdienst begleitet werden durch Erwachsene oder Verwandte, Verschwägerte, Befreundete, die auch regelmäßig privaten Kontakt pflegen. Bedingung allerdings ist, dass die betreffenden Personen auch zusammensitzen wollen.
Das heißt jetzt nicht, dass der Vorsteher sagen kann, ach, ihr kommt doch alle zusammen zum Gottesdienst da mit 5 Mann, dann setzt euch mal hier schön zusammen, dann kriegen wir noch ein paar mehr in die Kirche rein. Sie müssen es letztlich auch wollen. Es ist eine Öffnung, aber die Betroffenen müssen es auch wollen. Zweiter Punkt, der Gesang. Auf den Einsatz von Chören wird bis auf Weiteres verzichtet. Solo- oder Ensemblegesang ist zugelassen, wenn maximal 4 Sängerinnen und Sänger zum Einsatz kommen und einen Mindestabstand von 4 Metern zu den Gottesdienstteilnehmern eingehalten wird. Auch die Sänger untereinander müssen einen Abstand von 3 Meter halten. Ich habe den Zollstock jetzt nicht dran gehalten, darauf ist aber bitte zu achten. Zudem soll während oder nach dem Gesang eine Zwischenlüftung erfolgen. Die gleichen Regelungen gelten für die Proben der Musikvortragenden in den Kirchen. Bereits im Juni habe ich euch darüber informiert, dass angesichts der guten Erfahrungen bei der Durchführung der Gottesdienste auch wieder andere Zusammenkünfte in unseren Kirchen gestaltet werden können. Somit können nach den Ferien wieder Sonntagsschule und Vorsonntagsschule angeboten werden. Die Koordinationsgruppe Kinder erarbeitet derzeit ein Merkblatt zur sicheren Durchführung der kirchlichen Unterrichte unter Berücksichtigung der Vorgaben in den Schulen. Die Details zu den Vorgaben für Zusammenkünfte sowie die heute verlesenen Regelungen sind auch auf unserer Internetseite veröffentlicht. Das kann man ja alles gar nicht behalten, aber ich wollte wenigstens den Startschuss geben, nachzulesen auf unserer Internetseite. Liebe Schwestern und Brüder, auch wenn sich die Situation nicht grundlegend verändert hat, freue ich mich über jeden kleinen Schritt, den wir machen können. Danke, dass ihr dieses Vorgehen weiter wohlwollend unterstützt und in den Gemeinden umsetzt. Gemeinsam sorgen wir so für einen ausreichenden Infektionsschutz während unserer Gottesdienste und Versammlungen. Herzliche Grüße, euer R. Storck. So, und jetzt könnt ihr die Geräte auch in Westdeutschland abschalten. Einen schönen Sonntag noch, alles Gute und hoffentlich bis bald einmal wieder in einer unserer Kirchen. Bis demnächst. Dankeschön.